Der Zug auf der Schiene. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute darum, wie gut ist das Hemingway im Dunkeln unterwegs? Es hat ja Beleuchtung standardmäßig dabei. Und zwar vorne hat es eine Lampe, die man auch gut einstellen kann. Eine relativ große LED-Beleuchtung. Und hinten hat es natürlich auch die normale Lampe, ne, verbaut, samt dem Bremslicht. Und ich nehme euch jetzt mit auf einen kleinen Weg, den ich noch zu machen habe. Und wir erkunden jetzt gemeinsam, wie sich das Hemingway verhält, wenn es etwas dunkler ist. Es ist noch nicht ganz dunkel, aber es wird im Verlaufe der kleinen Tour auch etwas dunkler natürlich werden. Wenn ich jetzt hier das Licht lösche, sieht man es auch auf jeden Fall. Man sieht noch mal ganz gut, hinten ist es schön hell, es ist nicht zu hell, finde ich jedenfalls. So, und ich probiere dann heute das erste Mal den Chesty aus von der GoPro. Ich habe noch kein Lavalier-Mikrofon, aber ich hoffe, dieses Mal wird es im Vergleich zum letzten Mal besser mit den Windgeräuschen. So, ich bin mal gespannt, wie es jetzt mit dem Wetter sich verhält. Die letzten Tage gab es Schnee, dann war es kalt, dann war es wieder warm, jetzt ist wieder kein Schnee da. Jetzt ist es wieder relativ kalt, also wir haben minus 1 Grad. Ja, am Licht sieht man nicht viel vom Hemingway, man sieht ganz schwach den Lichtkegel. Vorne auf der Straße und hinten in den Schildern. So, der ein oder andere hat den Weg mit Sicherheit wieder erkannt schon, wenn wir das letzte Mal hier schon gefahren sind. Ist nicht so wirklich weit weg von mir. Eben an die Bahnschienen, ist immer ganz toll. Touristenmagnet, das Ganze. Und jetzt, wenn man so ein bisschen in die nicht beleuchtete Gegend kommt, also da, wo es ein bisschen mehr Dunkelheit hat, sieht man schon ein bisschen. Also ich sehe ihn jetzt ein bisschen besser schon, den Lichtkegel. Ich fahre natürlich auf Geschwindigkeitsstufe 3, danke nochmal. Natürlich nicht Kraftstufe, sondern Geschwindigkeitsstufe 3. Weil es hält einfach der Akku damit am längsten, finde ich, und man kommt am besten voran. Was mich so ein bisschen stört, ist, wenn man jetzt hier vorne am Lenker mal vorbeischaut, dass der Lichtkegel vom Hemingway direkt so ohne diese Erhöhung, die es auch mit dazu gibt, halt auch zu 20%, 30% nur auf die Schutzblecharmatur scheint und der Lichtkegel dementsprechend verfälscht wird. Finde ich schade, muss ich sagen. Aber es gibt direkt von Hemingway mit im Lieferumfang so ein kleines Blech, das man als so gesehene Erhöhung auch drüber machen kann. Über den Anschluss vom Licht. Übrigens der Kilometerstand von meinem Hemingway 164 Kilometer, also noch jungfräulich. Zur Info-Taste kannst du ganz einmal schön durchschalten. Trip 23 Kilometer war auch ein Akt, das erstmal rauszufinden, wie man den Trip umstellt. Beziehungsweise halt wieder zurücksetzt. Hat mich tatsächlich erstmal bis zum YouTube-Video gebracht, was ich sehen musste, damit ich wusste, okay, das ist es, was ich brauche.
habe übrigens das Problem, Schaltung ist nicht richtig eingestellt. Müsste ich machen. Und zwar ist da das Problem, dass wenn ich in den siebten schalten würde, jetzt, dass der Zahnkranz nicht angesteuert wird, dass die Kette nicht weiter springt, sondern einfach auf der 6 stehen bleibt und dann aber rasselt. Hört man jetzt nicht, weil es jetzt natürlich gerade nicht passiert, aber passiert auch gar nichts. Ne? Also bewegt sich komplett gar nicht. Also eine längere Radtour gab es bisher auch noch nicht. Die 164 Kilometer, die ich jetzt habe, sind alle vom zur Arbeit fahren und wieder zurück. Also nur mal zwischendurch mit der Tochter mal ein bisschen unterwegs gewesen. Aber sonst nichts Großartiges. Jetzt einfach hoch auf den Fahrradweg, fertig. Finde ich mal schön, wenn es Fahrradwege gibt und dann Fahrradfahrer auf der Straße fahren. Das also bei Fahrradwegen wie dem hier tut es nicht Not, da dann einfach auf die Straße zu fahren. Es sei denn, großes es sei denn, du fährst mit einem Rennrad, so wie jetzt zum Beispiel das Peloton, was ich habe mit diesen ganz dünnen Reifen, dann ist das nicht schön, auf so einem Weg hier zu fahren. Und du bist ja auch nicht so ein Verkehrshindernis, wie jetzt zum Beispiel jemand, wie ich jetzt, der auf die Straße fährt. Jetzt kommt nichts, aber der dann mit 15, 16 km/h auf der Straße fährt. Deswegen immer die Radwege benutzen, wenn es ausgeschildert ist. Davon kommt es, das blaue Schild. Radweg und Fußweg. Wenn dies nicht der Fall ist und es nur ein Fußweg ist, dann sollte man nämlich auch nicht so sein und mit seinem Rad auf dem Fußweg fahren, weil das ist nicht erlaubt. Also es muss dieses Schild sein und das muss stehen Radweg. Es muss ausgewiesen sein. Da oben sieht man mal schön das Schloss hier in Wernigerode. Ist auch ganz schön da oben. Vor allem ist es ein Touristenmagnet, das Ding. So, es kommt kein Auto. Ansonsten natürlich absteigen am Fußgängerüberweg, so wie jetzt beim nächsten. Auf jeden Fall. Jetzt kam natürlich auch das Auto nicht, was ich dachte. Aber jetzt kommen die nächsten Fahrzeuge, das nächste. So. Oh, hier sieht man ganz gut. Ah, das Licht. So, hier ist kein ausgewiesener Fußweg, deswegen ab auf die Straße. Kein ausgewiesener Radweg. So, und das ist hier Randbereich der Altstadt bei uns. Kopfsteinpflaster ist auch für Fahrradfahrer blöd. Jetzt für Simiway ganz cool. Durch den niedrigen Luftdruck in den dicken Reifen. Es wackelt zwar, aber das ist aushaltbar. Übrigens, so ein Himmelweg hat einen Luftdruck von einem Bar. Beziehungsweise weniger, je nachdem, ob man schon was rausgelassen hat. So. Jetzt verlassen wir die so gesehene Altstadt wieder. Meinen Weg habe ich gemacht. Kommen wir gleich vorbei hier vorne an der guten Bäckerei, wo es immer leckere Brötchen und Co. gibt, wo man gerne mal hingeht. Und die machen bei Too Good To Go auch mit. Und man sieht den Lichtkegel ganz gut in der Mitte der Straße jetzt in der Dunkelheit. Also ich werde auf jeden Fall gesehen. Aber was ganz cool ist, eine Fahrradstraße. Aber da möchte ich nicht lang. Ich möchte hier lang. Auf dem Fuß- und Radweg weiter. Da ich kein Fußgänger bin, sondern nur ein Radlfahrer und hier hoch sowieso nur 20 ist, haben alle Autofahrer hinter mir sich jetzt das Problem eingehandelt, dass vor ihnen ein Himmelweh fährt. Aber es ist eine 20-Zone, vierte Geschwindigkeitsstufe, wir sind gut dabei. Biegen jetzt gleich nach rechts ab, nach oben,
Richtung Schloss. Natürlich hier mit der steilen Anstiegsvariante verbunden. So, und das Himmelrain mit seinen zwei Balken noch sagt mir auch, Junge, was willst du von mir? Geschwindigkeitsstufe 4. Geschwindigkeitsstufe 3, nein, wir bleiben bei 4. Es ist noch nicht anstrengend für mich, ne? Und das Hemiway hat mit dieser argen Steigung schon ein bisschen zu strugglen. Uff. Uff, uff, uff. Junge. Aufstieg, Schloss. Über Treppen. Das ist jetzt nicht so das, was ich suche. Puh. Deswegen fahre ich hier gerade lang, nach oben. Hier ist es. Ich hoffe, ihr könnt das auch gut sehen. Jetzt so bei den dunklen Verhältnissen, die es jetzt um die Uhrzeit hat. Ich hoffe auch, der Ton ist einigermaßen in Ordnung jetzt auf diesem Chesty Mount. Na, ich sehe bei meinem Brockenaufstieg, den ich hier machen will. Ui. Nur noch zwei Punkte. Aber gut, es ist kalt und der Akku ist auch draußen. Samt Fahrrad. So, nach dem Neustart. Sieht jetzt mit drei Sternen auch nicht so gut aus. Geht es jetzt hier den steilen, dunklen Weg runter. Hoffentlich machen es die Bremsen mit. Drüben sieht man ganz gut das Tal. Ja, schön dunkel hier. Kann man super sehen. Beziehungsweise ich kann es super sehen. Ihr mit der Dunkelheit hier sowieso. Ich hoffe es auch, dass ihr das ein bisschen erahnen könnt, das Ganze mit dem Licht, dem guten Aufstieg hier. Schön an der Treppe jetzt. Klasse. Nee. Bei allem was recht ist, aber das waren die Pedale, aber springt ganz gut. So, Pedale sollte man natürlich alle so gerade machen, wie es geht, um möglichst das nicht zu haben, was ich gerade hatte. Oh. Jo! War sehr abenteuerlich gerade. Aber das Hemiway ist stabil, trotz seines Gewichts. Also vielleicht gerade deswegen muss es stabil sein. Damit verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid ein bisschen schlauer, wie das Licht sich verhält am Hemiway, wie gut es sich in der Dunkelheit fährt, beziehungsweise wie ja, das Ganze hier geländegängig ist. Und wir sehen uns. Auf Wiedersehen.